Schwer zu sagen, jetzt kurz nach dem Spiel. Ja, ich glaube, es war der einzige Schuss von Werder Bremen heute aufs Tor. Der hat gesessen von Junuzovic. Von daher können wir uns eigentlich nur selbst die Schuld geben, dass wir den Sack nicht zugemacht haben. Nichtsdestotrotz, wir haben noch zwei Spiele, zweimal die Möglichkeit, drei Punkte zu holen. Die Leistung von heute gibt uns Mut und wir gehen den Weg weiter. Trainer, am Ende steht ein 1:1 hier in der HDI Arena gegen Werder Bremen. Wie fällt Ihre Analyse so kurz nach dem Schlusspfiff aus? Analyse ist gut. Ich komme ja gerade von den Kollegen der Presse und habe ihnen ganz einfach gesagt, dass es jetzt das dritte Spiel ist, wo ich der Mannschaft wenig vorwerfen kann, wo vieles gestimmt hat, wo wir wenig Fehler machen, wo wir, ich sag mal, über 90 Minuten habe ich eigentlich keine herausgespielte Torschance für Werder Bremen gesehen. Den einzigen Vorwurf indirekt muss ich machen, in der ersten Halbzeit, da hätten wir eigentlich höher führen müssen als 1-0. Haben eine Vielzahl von Torschancen gehabt, aber ich gestehe es allen zu, die jetzt enttäuscht sind, die den Kopf runternehmen, auch meinen Spielern für heute, aber ab morgen gilt es dann wirklich, den Kopf wieder hochzunehmen für Augsburg, für diese schwierige Aufgabe in Augsburg. Und die Messe ist noch nicht gelesen, ja? Auch wenn es heute wieder so gefühlt, wenn alle sagen, ja, aber schon wieder nicht gewonnen. Ich kann von der Mannschaft nicht mehr verlangen, als dass sie alles auf den Platz lässt. Ich glaube, das hat das Publikum auch gemerkt. Es war wiederum eine tolle Atmosphäre. Und ich hoffe für alle Beteiligten, auch für die Zuschauer, die jetzt vielleicht enttäuscht sind, über das Ergebnis, nicht über die Leistung, dass wir alle ein großes Fest am letzten Spieltag feiern. Herzlichen Dank, Trainer. Bitteschön. Die Leute stehen alle hinter uns. Wir versuchen von Tag zu Tag konzentrierter zu sein und eine gute Leistung auf dem Platz zu zeigen. Das Einzige ist, die Zeit wird weniger, wie Sie gesagt haben. Ja, es geistert schon im Kopf um ein, zwei Tage. Aber insgesamt war es trotzdem eine gute Leistung und es sind trotzdem noch zwei Spiele zu spielen, auch wenn das jetzt alles schrecklich aussieht, es geht weiter.